muss doch irgendwo zu finden sein. Das kannst du nicht nur einfach danach geben. Okay, man kann es ertauschen. Kaufen nicht, aber ertauschen. Der Frage ist, wann kommt das denn? Ah, okay. Und wenn wir später ertauschen, kommt es drauf an, was wir ertauschen. Also angeblich dann 3 Rubine brauchen wir. Gut, das heißt, wir brauchen 3 Rubine. Besitzen wir überhaupt irgendein Rubin? Ich weiß es nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas verkaufen? Will ich aber glaube. Nee, klar, als wenn ich den verkaufe. Vergiss es. Also konnte ich mit dir nochmal sprechen? Grübel, Grübel, ja. Der König will, dass ich mich um die Striege kümmere. Einst interessierten mich Vampire. Leider konnte ich nie ein lebendes, ich meine, ein untotes Exemplar untersuchen. Um die Striege zu besiegen, müsst ihr eine Nacht in der Nähe ihres Verstecks überleben. Ich empfehle euch, Waffenfette zu besorgen, besonders Argentia und Zinfritöl. Eure berühmten Hexerzeichen sind ebenfalls nützlich. Irden hält die Prinzessin kurz auf, sollte sie Amok laufen. Okay, das stimmt was bei mir. Echt? Kann aber auch sein, dass ich gerade was, weil ich gerade was runterlade. Aber eigentlich ist die Zahl immer noch genauso wie vorher. Guck mal, wie weit das Ding ist. Ach, ich kann, okay, warte, ich kann gerade nicht raustappen, oder? Nee, ich muss warten, bis ich hier weiterkomme. Dann kann ich erst raustappen. So kann ich halt gerade immer nur mal kurz aufs Nebenfenster. Lebt wohl. So. Jetzt einmal hier hin. Gut, da bin ich bei 60%. Dann schaue ich mal, ob das bei mir auch hängt. Also tatsächlich, bei mir hängt's nicht, wenn ich in meinem eigenen Stream bin. Das muss dann tatsächlich an dir liegen. Nee, läuft alles flüssig. Wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade in meinem eigenen Stream drin. Es läuft alles normal. Ich kann das hier jetzt nochmal runterstellen. Auf 4. Dann machen wir auf 3. Ja, man, ja, wie gesagt, das meine ich ja gerade. Das wird an dir liegen. Weil bei mir ist alles in Ordnung. Bei mir läuft alles flüssig. Ich guck hier nochmal nach.
Nö, hier ist auch alles in Ordnung. Jetzt gehe ich mal kurz ins Spiel rein. Ja. Ne, läuft alles super. Also bei mir ist alles in Ordnung. Die Bitrate ist auch in Das Ordnung, Leben in der die ist Armee ist stabil. hart. Ne, liegt an dir. Da kann ich leider nichts dran ändern. Ich kann höchstens jetzt mal kurz ausprobieren, wenn ich den Download pausiere, ob es dann bei dir besser ist. Kriege ich ihn pausiert? Downloads. Ne, kriege ich gerade auch nicht pausiert. So, warte. Jetzt probiere ich es. Jetzt habe ich mal ganz kurz den Download pausiert. Und kannst mir dann ja gleich mal sagen, ob es jetzt besser ist. So. Wie gesagt, kannst du mir dann ja das gleich mal sagen. Wenn es jetzt besser ist, dann muss ich den Download gleich in der Pause in der nächsten weiterlaufen lassen. Das wäre jetzt so das Einzige, was wirklich unten liegen könnte. Dass halt doch der Download ist. Aber die Bitrate ist jetzt gerade schlechter als vorher. Das, obwohl der Download abgebrochen ist. Na, jetzt geht es wieder halbwegs normal. Nee, liegt es definitiv nicht an dir. Ja, das ist ja das, was ich meine. Weil bei mir ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Bei mir läuft's. Dann kann ich das hier wenigstens wieder. Kann ich das hier wenigstens wieder hochstellen? Dann kann wenigstens das hier weiterlaufen. So. Dann jetzt hier wieder rein. So. Dann einmal hoch. Und konnten wir jetzt hier auch noch Geralt? einmal unsere Talente verbessern. Ja. Goldtalent, Wundresistenz. Vitalität bitte einmal. Okay. Silbertalente ist hier alles durch. Giftresistenz, Lehmresistenz. Ausdauer. So, Art. Die Knie. Entfernung, das sagt Angst.
Dann machen wir das hier. Und wir haben hier noch mit dem Zeichen. Okay. Sehr schön. So, das müssen wir zu dem Flüchtling bringen. Das hier zu den Druiden. Krankenhaus. Das hier einmal als nächstes, damit wir mit unserer oder damit wir unsere neue Rüstung kriegen können. Frage stelle ich mir manchmal auf. Ein Fass. Okay. Warum haben wir eigentlich die ganzen Dinger hier noch? Nützlinge, Vertrag, Buchse, Garkin. Erscheinung könnten wir eigentlich weg. Warum hat er das denn nicht automatisch rausgepackt? Hm. Seltsam. Dann haben wir hier hoch. Guten Tag, Herr Schmied. Guten Morgen, Herr. Unser gemeinsamer Freund Soltan Chivai hat euch empfohlen. Für einen Freund Soltans nehme ich mir immer Zeit. Der hat ein Loch im Bauch. Ich möchte, dass ihr Rabes Rüstung nachbaut. Die legendäre Gnomenrüstung, Da müsst ihr erst die Komponenten sammeln. Was braucht ihr dazu? Die Rüstung von Graf Corbus Reuter als Vorlage. Er ist auf dem Friedhof im Sumpf begraben. Und wenn ihr schon da seid, besucht das Grab des Elfenminnesängers. Ich brauche seine Verse über Runen der Macht. Ist so gut wie erledigt. Und dann müsst ihr Teile von Rabes Originalrüstung und ein bestimmtes Werkzeug finden. Was für ein Werkzeug? Einen Zweifunktions-Legierungs- und Stahlfaser-Rezirkulator. Was? Hä? Ich sage euch, wo ihr ihn findet. Wenn ihr dort seid, schnappt euch einfach den merkwürdigsten Gegenstand, den ihr seht. Ja, na okay. Gut. Sucht eine Mine mit magisch versperrtem Eingang. Wendet Luft- und Feuerbasierte Magie auf einen Empfänger an, der in einem Stein in Eingangsnähe verborgen ist. Das öffnet die Tür. Das klingt machbar. Hervorragend. Zwei Zauber des Feuers, gefolgt von einem der Luft. Hütet euch aber vor den Gefahren in der Mine. Wenn ihr alle Komponenten gesammelt habt, mache ich euch die Rüstung. Warte. Warte. Zwei. Feuer. Ein. Luft. Ich weiß nicht, ob ich da gleich noch durchsteige, aber... So. Runenschwert. Schaden plus 15. Oh ja, okay, nee, das werde ich garantiert nicht tauschen. Okay, dann können wir jetzt zum Krankenhaus zurück. Einmal mit Shani reden. Musik ist cool, aber... Müßiggang macht mich gerade. Ja, nicht nur dich. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen.
Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Verteidigt euch! Ewiges Feuer! Ein Terroristenversteck! Auf sie! Seid ihr blind? Das ist ein Krankenhaus und kein Versteck. Wer Eichhörnchen hilft, begeht Hochverrat. Beugt euer Haupt vor dem ewigen Feuer. Beichtet eure Sünden, dann bleibt euch die Folter vielleicht erspart. Habt ihr nicht etwas vergessen? Lasst eure teuflischen Tricks, Missgeburt. Das ewige Feuer beschützt unsere Seelen vor dreckiger Magie. Kann es euch auch vor einem Hexerschwert beschützen? Tötet die Anderlinge. Lasst das rothaarige Weib am Leben. Okay. Dann bitte einmal Schwert wechseln. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob es bei Twitch irgendwelche Störungen gibt. Das ist aber alles von vor 5 Tagen. Es gibt zwar Störungen, aber jetzt nicht so gravierende tatsächlich. Also nicht so, dass alles lahm liegt. Wie bei den letzten Malen. Vor 5 Tagen gab es auf jeden Fall eine Störung. Der Rest beruft sich zwischen 18 und 20 Meldungen und das sind ja Einzelfälle. Also, ich weiß nicht, was da schon wieder im Argen liegt. Kann auch sein, dass es wieder einzelne Probleme bei den einzelnen Internetanbietern ist. So, jetzt stirbt doch endlich mal hier. Ist das ja ein Schlaf. Keine Gnade! Ja, keine Gnade, okay. Dann, Herr Kommandant, sind Sie jetzt dran. 3 gegen 1, das sollte doch zu schaffen sein. Knieschuppe! Ja, du warst schon eben dabei, auf die Knie zu gehen, also nochmal. Okay. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Leb wohl. Meine Lungen. Das ist eine Art Fluch. Ach ja. Okay. Ja gut, Käse brauchen wir nicht. Erdbeere brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht mehr. Sie haben das Krankenhaus angegriffen. Das ist eine Art Fluch. Wo soll denn das was tot? Wir haben es geschafft. Meine Lunge. Das meine ist eine Lunge Art Fluch. Brennt. Wir werden alle sterben. Oh ja, das habt ihr auch schon öfters mal jetzt erwähnt. Gerade noch rechtzeitig, Gwynplaine. Der Spaß fängt gleich an. Meiner hat bereits angefangen. Raus hier. Wir haben Informationen, dass Terroristen im alten Rathaus Unterschlupf gesucht haben.
Haltet euch da raus, Hexer. Zu spät. Ich wiederhole, geht fort. Wir verhaften das Elfenweib und stürmen das alte Rathaus. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Dann führt einen ehrenhaften Kampf, Zauberer. Nur Stahl, keine Magie. Ihr sprecht von Ehre? Noch vor einer Sekunde wolltet ihr zu sechst eine einzelne Frau angreifen. Ihr habt doch nicht die geringste Ahnung, was Ehre ist. Tötet sie! Tod! Und noch mehr. Aber hier ein bisschen Gruppenangriff machen, passt das. Lebt sie überhaupt doch? Ich höre ihr Stimmchen, aber... Danke, Hexer. Ihr habt mir das Leben gerettet. Kommt. Suchen wir ein stilles Plätzchen zum Reden. Okay. Sollen die folgen? Irgendwie echt nicht. Einen Schritt näher, Dreckskerl. Keine Zweifel. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe eben nicht gesehen, wo sie hingerannt ist. Tod den Däune! Okay. Da ist sie hingerannt. Wir müssen die Barrikaden von der Weißen Reila zurückerobern. Das wird nicht einfach. Die Ritter erlitten hohe Verluste im Kampf und bekommen keine Verstärkung. Wenn wir die Weiße Reila besiegen, gehört Vizima uns. Ich muss mit Thorovil reden. Endlich eine Atempause. Ich war mir sicher, wir würden uns wiedersehen. Warum seid ihr zurückgekehrt? Ich dachte, ihr hättet genug vom Krieg. Schon, aber ich konnte meine Brüder doch nicht allein sterben lassen. Das konnte ich einfach nicht. Ich verstehe. Mir ist klar geworden, dass ich dem Krieg nicht entfliehen kann. Yevin ist ein guter Anführer. Stark, charismatisch. Dies ist unsere Chance, die Geschichte zu verändern. Wie hätte ich da fliehen können? Thorovil. Was gibt's? Warum starrt ihr mich so an? Ich habe mir nur gedacht... Unglaublich. Ihr denkt, ich würde... Unter diesen Umständen? Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und da denkt ihr an Sex? Also eigentlich nicht mehr. Was soll's? Zieht euch aus. Okay. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, Geralt hat jetzt fast mit jeder Frau geschlafen, die es da gibt. Mhm. Vier Augen mit Tod. Ja, okay. Gott, haben wir viele Tränke. So, dann bitte einmal bis zum Morgen.
macht mich da hier... Der Stuhl. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wir werfen die Barrikade an. Die letzte Verteidigungslinie des Ordens. Okay. Denn auf sie mit Gebrüll. Wisst ihr, warum Toroville zurückgekehrt ist? Ich kann es mir denken. Sie ist zurückgekehrt, weil ihr ihr in Trübwasser geholfen habt. Sie sagte mir, dass sie Yevhen nicht verlassen kann, als sie euch für ihre Sache kämpfen sah. Seit ihrer Rückkehr ist er ein besserer Anführer. Vielleicht siegen wir. Wir? Auch ihr habt euch verändert. Zeit für Entscheidung. Ein Wendepunkt. Ich hätte mich raushalten können, aber man kann nicht immer nur daneben stehen. In Trübwasser haben die Skoyatel neue Stärke gezeigt. Ich habe es in Torovils Augen gesehen. Selbst der alte Sultan Chivai spricht von Hoffnung, vom Sieg. Ich hoffe nur, der Preis ist nicht zu hoch. Na, wer weiß. Durchbrechen wir die Barrikade und machen wir die Straße für die Flüchtlinge frei. Sie sieht ziemlich solide aus. Was schlagt ihr vor? Einen Frontalangriff! Genial. Wir sind wie Polartiger, schnell und gnadenlos. Nicht nun wieder. Ist das nicht der Paarungsruf? Okay. Will ich? Will ich nicht? Nein, ich will nicht, aber was habe ich da? Ich bin schwer. Wann hat das alles nur ein Ende? Okay. Ich bitte einmal wieder einen Gruppenangriff. Feinde in Sicht! Tanjagadai! Feinde in Sicht! Du bist tot. Das war hart. Torovil muss an der linken Flanke sein. Wir müssen zu ihr durchbrechen. An der linken Flanke. Seid ihr hier, um zu sterben? Also, warte, nee, jetzt war rechts. Links ist da, wo der links ist da, wo der Daumen rechts ist, so. Ja, kann ich hier rein? Ah, okay. Geralt verbrennt jetzt erstmal. Geralt, läufst du mal bitte? Unglaublich. Unglaublich, diese Hexe. Was macht ihr denn da? Das ist aber alles falsch hier. Musst du einmal rum.
Okay, so kommen wir durch. Meine Gnade! Für den Großmeister! So, jetzt können die nicht nachrücken. Es ist schön, euch zu sehen. Hört zu, Yevhen plant etwas. Wir starten einen Frontalangriff. Lenken Sie ab. Dann hat er eine Chance. Ihr hört euch wie Soltan an. Okay, einen Frontalangriff. Auf die Knie-Schuppe! Nee, so nicht. So. Angriff zum Ruhme des Ordens. Und wieder unser Gruppenangriff. Angriff zum Ruhm des Damit erledigen wir sie alle. Komm. Das hängt eine Armbrust in der Luft. Meine Gnade! Bleibt stehen, wo ihr seid. Angriff zum Ruhme des Ordens! Du wiederholst dich. Angriff zum Ruhme des Ordens! So, ja, wie. Verdammt, ich dachte fast, sie würde wieder aufstehen. Der zweite Pfeil durchbohrte ihr Herz. Sie hatte keine Chance. Und dabei hieß es immer, die weiße Reila habe kein Herz. Gehen wir. Weiter vorne ist es sicherer.